Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Viele haben danach gefragt und heute ist es endlich soweit. Es kommt das Review zu meiner neuen Shisha, der Alpha Hookah X. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit der Alpha Hookah X. Meine neue Pfeife, meine erste russische Pfeife. Mittlerweile ist sogar schon die zweite da. Aber das war auf jeden Fall meine erste, zu der ich mich mehr oder weniger habe überreden lassen am Anfang. Ich habe die beim Jakob in Wolke 7 gekauft. Als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich die gar nicht so genial. Also der Jakob hat selbst eine und raucht auch häufig mit der. Und ja, ich war davon jetzt nicht so ultra überzeugt. Ich dachte, ach, ich weiß nicht, mit dem Stecksystem und so, ob mir das so krass taugt, keine Ahnung. Und desto mehr ich die bei ihm geraucht habe, desto mehr habe ich mich rein verliebt. Und irgendwann war es dann soweit, ich habe meine eigene gekauft. Die Pfeife kostet 230 Euro. Und was da so dabei ist und wie ihr das Ganze zusammenbaut, schauen wir uns jetzt als erstes mal im Aufbau an. So, dann kommen wir zum Aufbau von der Alpha X. Und ich würde sagen, wir fangen am besten hiermit an. Das hier ist die Base. Dazu nehmen wir uns das dünnere der zwei Rohre und schrauben das einmal hier oben rein. Da oben seht ihr auch schon die drei Kugeln. Das ist, wo die ganze Rauchmagie am Ende stattfindet. So, wir schrauben das fest, nehmen uns dieses Stück hier und einfach einmal drüber das Ganze. Das sitzt locker drauf. Das zieht sich erst fest, indem wir den Kohleteller nehmen, oben drauf legen und dann mit dem Kopfadapter verschrauben. So, auf den Kopfadapter kommt dann oben natürlich noch die mitgelieferte Dichtung. Ist ja im deutschen Raum bei so hochpreisigen Pfeifen schon fast eine Rarität. Ja, da ist noch ein bisschen Wasser dran, wir haben die ja gerade sauber gemacht. So, das legen wir kurz zur Seite und gucken uns mal das hier an. Das ist einmal das Tauchrohr mit dem Diffusor. Der Diffusor funktioniert so, man kann ihn entweder falsch rum draufschrauben. Da hat man immer einen Platz, wo man seinen Diffusor aufheben kann. Oder man schraubt ihn eben andersrum drauf. Schraubt den Diffusor unten dran und hat dann eben die Diffusorwirkung. Wobei man zu der Diffusorwirkung noch sagen muss, die ist bei der Alpha nicht so krass. Ich würde sagen, wir rauchen das Ganze fürs Review natürlich mit Diffusor, nehmen uns dann wieder die Base und schrauben das Ganze dann einmal hier gegen. Und dann kommt das Ganze auf die Bowl und schon ist die Pfeife fertig aufgebaut. Den Aufbau habt ihr jetzt gesehen und was man dazu sagen muss, ihr bekommt auf jeden Fall ein wunderschönes Mundstück dazu mit einem Schlauch und einem Schlauchanschluss und halt eben die Pfeife. Also dann braucht ihr einfach wirklich nur noch den Kopf, um effektiv rauchen zu können. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut, gerade bei solchen hochwertigen und auch teuren Pfeifen ist es mir auf jeden Fall schon wichtig, dass man einfach ein paar Sachen dazu bekommt. Also man hat auf jeden Fall ein schönes Gesamtpaket, gerade auch das Mundstück schließt perfekt mit der Pfeife ab, von daher gefällt mir das ziemlich gut. Und was man noch zu dem Mundstück dazu sagen muss, ist, dass die Farbe immer perfekt zu der Farbe von eurer Rauchsäule passt. So, als nächstes reden wir mal über die Materialien, aus der die Pfeife so gemacht ist. Unten haben wir natürlich das Glas. Das ist, soweit ich weiß, kein besonderes Glas, sondern ganz einfaches, stinknormales Glas. Bei der Rauchsäule und so sieht das schon ein bisschen anders aus. Ich fange mal an bei der Base. Die ist nämlich eigentlich aus Plastik. Ja? Also erstmal verwunderlich für Deutsche, die jetzt meistens nur noch Edelstahlpfeifen gewohnt sind oder in den günstigeren Kategorien vielleicht Alu. Aber bei der Alpha ist die Base aus Plastik. Die Rauchsäule, die dann übrigens pulverbestichtet ist, in der Farbe, die ihr haben wollt. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Farben, auch noch mit Mustern drauf und so, was auch ganz cool ist, aber da gehen wir genauer drauf ein, wenn es um die Optik geht. Die ist aus Alu, einer beschichteten Alu-Art, finde ich sehr, sehr schön, macht sich auch gut, ist jetzt auch nicht so schwer. Und innen die Rauchsäule an sich, beziehungsweise das innere Stück der Rauchsäule, wo wirklich auch der Rauch durchgeht,
Das ist aus Edelstahl, genauso wie das Tauchrohr. Was auch noch ziemlich cool ist an der Pfeife, das habt ihr schon im Aufbau gesehen, ist der Diffusor. Was ich ziemlich cool finde, ist die Funktion, dass man den Diffusor auch einfach umgekehrt draufstecken kann. Dann hat er keine Diffusorwirkung, aber man kann ihn nicht verlieren und hat ihn auch immer bei der Pfeife dabei. Also auch ganz nett. Und das finde ich auch eigentlich optisch ganz schön. Also ihr seht es jetzt mit dem Licht nicht so perfekt. Aber man sieht den Diffusor zwar, aber es wirkt auch irgendwie nicht, als wäre der jetzt irgendwas so komisch verstaut oder so. Also finde ich trotzdem auf jeden Fall gut. Und Edelstahl im Wasser ist natürlich immer am besten. Der Teller, weiß ich gar nicht, ob der aus Alu oder Edelstahl ist. Der hat aber auf jeden Fall nochmal Beschichtung obendrauf. Was man zu der Beschichtung sagen kann, ich habe da auch mal Kohle drauf liegen lassen und da passiert auf jeden Fall auch nichts. Von daher, alle Parts, die irgendwie mit Feuchtigkeit und Rauch in Berührung kommen, sind aus Edelstahl. Alle anderen entweder aus Alu oder Plastik. Das finde ich noch ziemlich nice. Was man noch bei meinem Modell dazu sagen muss, das ist eine der älteren Alphas. Die hat noch einen kleinen Magnet im Schlauchanschluss. Das heißt, der Schlauchanschluss, der hier dran ist, ist nicht einfach nur gesteckt, sondern er hat einen Magnet, der halt den Schlauchanschluss perfekt festhält. Was man bei den Materialien auch noch auf jeden Fall erwähnen muss, ist natürlich die Dichtung. Die ist auch aus so einem Art silikonmäßigen Gummi gehalten. Was das jetzt genau ist, kann ich euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, in dem Monat, die ich die Pfeife jetzt daheim habe, habe ich da auf jeden Fall keinerlei Abnutzungen, Sprünge oder irgendwelches sprühendes Material oder sowas feststellen können. Das hat auf jeden Fall alles wunderbar gehalten. Und auch wenn die Pfeife aus Plastik ist, zum Teil, also mit der Base, macht sie auf jeden Fall einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Und stört mich auf jeden Fall nicht, dass sie teilweise aus Plastik oder Alu ist. Ich muss sogar tatsächlich sagen, bei mir, als ich die das erste Mal gesehen habe bei dir und du mir dann gesagt hast, ja, die Base, die ist aus Hartplastik, denke ich mir so, wait, what? Und musste einfach wirklich mit dem Finger einfach draufklopfen, um zu merken, dass es halt effektiv kein Metall ist oder sowas. Also da muss man auf jeden Fall sagen, von der Verarbeitung und von der Optik her erkennt man es gar nicht, dass es irgendwie Hartplastik sein könnte oder ähnliches. Gut, bei der Rauchsäule sieht man natürlich, dass es eher kein Edelstahl ist, sondern einfach Aluminium. Aber das tut eigentlich gar nichts zur Sache, weil es sieht einfach trotzdem ziemlich gut verarbeitet aus. Zu der Verarbeitung muss ich auf jeden Fall noch sagen, dass ich am Anfang ein bisschen Angst hatte, dass die Gewinde und Co. vielleicht nicht so gut laufen wie bei einer deutschen Pfeife. Das Einzige, was mir da aber bis jetzt aufgefallen ist, ist, dass es manchmal ein bisschen schwerer ist, ein Gewinde zu treffen. Aber wenn es dann sitzt, laufen die auf jeden Fall wunderbar. Und wie Warren schon gesagt hat, man hat keinerlei Lufteinschlüsse in der Bowl, man hat keine Verarbeitungsfehler an der Rauchsäule oder am Teller oder gar an der Base. Also das ist auf jeden Fall wunderbar. Finde ich, kann man aber auch für 230 Euro erwarten. Wobei man dazu natürlich sagen muss, die Pfeife wird aus Russland importiert und ist deswegen so teuer in Deutschland. In Russland kostet die, glaube ich, umgerechnet 170 Euro. Das fände ich auf jeden Fall einen ziemlich kranken Preis, wenn die so viel in Deutschland kosten würde. Aber wenn man überlegt, was so manch andere russische Pfeife in Deutschland kostet, finde ich 230 Euro eigentlich immer noch sehr solide, wenn man bedenkt, dass sie so gut verarbeitet ist. Kommen wir zur Optik der Pfeife und da muss ich auf jeden Fall sagen, gefällt mir eigentlich alles sehr gut. Es ist wirklich stimmig, ihr habt eine schöne Bowl, eine schöne Rundung auf jeden Fall drin und dann schließt es einfach auch mit der Base und auch mit der Rauchsäule wieder perfekt ab. Da muss ich auf jeden Fall sagen, bin ich auf jeden Fall begeistert und auch gerade an der Rauchsäule selber bei dem Entlüftungssystem, diese Luftschlitze, um einfach wirklich effektiv zu entlüften. Die sehen einfach wirklich gut aus. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein bisschen futuristischer gehalten. Es ist eher was ganz anderes, was man so kennt. Normalerweise werden immer versucht, so Lufteinschlüsse zum Entlüften irgendwie die Anschlüsse zu verdecken oder irgendwie besonders irgendwie minimalistisch zu halten. Gerade bei der ist es auf jeden Fall definitiv präsent und gefällt mir ziemlich gut. Muss auch sagen, dass allgemein die Optik mir sehr gut gefällt, also gerade auch jetzt, wie wir es hier haben mit der weißen Rauchsäule, gefällt es mir ziemlich gut. Ihr habt auch noch viele verschiedene andere Farben oder auch Muster drauf, da gefallen mir auch ziemlich viele ziemlich gut. Die einzige, die mir nicht ganz so gut gefällt, aber weil mir die Farbe persönlich nicht so gut gefällt, ist dieses Neongelb. Das fand ich irgendwie so ein bisschen too much, gerade nicht vielleicht für den deutschen Markt. Also das ist so, ja, wenn es einem gefällt, okay. Aber ich muss halt sagen, für mich persönlich war das ein bisschen too much und es hat mir fast schon in den Augen wehgetan, irgendwie so zu sehen, so, oh, das scheint extrem, ja, ich würde mal sagen, extrem hell. Von daher, ja, es gibt die halt auf jeden Fall in verschiedenen Farben und das ist auch das Gute. Das heißt, nicht jeder hat immer die gleiche Alpha. Also es gibt so viele verschiedene Farben und so viele verschiedene Geschmäcker,
Das heißt, ihr werdet da auf jeden Fall auch eure Pfeife finden. Also ich kann ja dem Warren auf jeden Fall nur zustimmen. Ich finde, das Design von der Pfeife ist sehr, sehr genial getroffen. Ihr habt ein sehr, sehr schönes, futuristisches Design. Ich finde diese Linie, die sich hier von oben rumzieht, mit diesem einen Knick, der hier in die Rauchsäule geht, dann wieder ein kleiner Hubbel über die Base, ne, diese langsam auslaufende Bowl, finde ich einfach unglaublich schön. Die Tropfenform von der Bowl gefällt mir mega gut. Ich dachte am Anfang, dass mir die Bowl vielleicht sogar ein bisschen zu langweilig wirkt auf Dauer. Aber ganz ehrlich, mit dem Rest oben rum wirkt die Bowl auf jeden Fall definitiv nicht langweilig. Das Entlüftungssystem ist einzigartig gewesen, als die Pfeife rauskam. Und ich finde es mega schön. Also es sieht einfach super geil aus, wie der Rauch da oben rauskommt und dann am Teller bricht und sich überall verteilt. Also wenn ihr die auf dem Boden stehen habt oder so und ihr entlüftet, dann habt ihr einfach so einen kompletten Teppich aus Rauch. Finde ich einfach mega, mega schön. Der Teller ist auch mal was anderes. Er ist unten komplett gerade und hat dann diese Lippe an der Seite. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ja, generell das Design einfach sehr, sehr nice. Wie der Schlauch aus der Base rauskommt, gefällt mir auch mega gut. Also optisch holt mich die Pfeife auf jeden Fall ab. So, dann kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, wenn es um eine Shisha geht. Und das ist das Rauchverhalten. Der wohl wichtigste Punkt, finde ich. Klar, sie muss einem gefallen, aber sie muss vor allem entspannt rauchbar sein. Und das ist die Alpha, finde ich. Und was ich bei der Alpha als erstes beim Rauchverhalten sagen muss, sie hat einen sehr, sehr guten Durchzug. Also ihr werdet definitiv irgendwie nicht Durchzug vermissen oder sowas. Der ist wirklich brutal. Die Durchmesser passen an allen Stellen. Ihr habt natürlich auch keine Kugel im Schlauchanschluss, der irgendwie noch Durchzug vermindern würde. Das passt auf jeden Fall alles. Was ich bei der Alpha auch noch hervorheben muss, was mega besonders ist und mir selten passiert, ich rauche sie super gerne ohne Diffusor. Also es gibt fast keine Pfeife mehr, die ich ohne Diffusor rauche, aber ich finde das Klangbild von der Alpha, ja, dieses Geräusch beim Blubbern, ist einfach so unglaublich schön. Ich finde, das ist genauso, wie eine Pfeife klingen muss, so blubbert die Alpha. Und klar merkt man dann beim Ziehen, dass das Wasser ein bisschen rumwackelt und rumschwappt, aber mich stört das auf jeden Fall nicht. Ich fand das Rauchverhalten auf jeden Fall 1A und wurde an keiner Stelle enttäuscht. Beim Durchzug muss ich auf jeden Fall sagen, beim ersten Mal, dass ich sie geraucht habe, dachte ich mir so, boah, auf jeden Fall, die hat echt sehr, sehr guten Durchzug und das gefällt mir ziemlich gut. Der Diffusor hat jetzt nicht die überkrasseste Diffusorleistung. Also es ist nicht so, dass ihr auf jeden Fall irgendwie einen Film gucken könnt und dabei eine Pfeife rauchen könnt, weil sie doch schon ein bisschen lauter ist. Aber es ist nicht störend. Man hat auf jeden Fall dieses Gefühl, als wäre die Pfeife vom Klangbild sehr, sehr schön und das gefällt mir auch ziemlich gut. Und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert, die raucht sich hier auf jeden Fall entspannt, auch gerade ohne Diffusor hat die auf jeden Fall dieses schöne Klangbild, das man auf jeden Fall bei einer Pfeife echt zu lieben weiß und auch zu schätzen lernt, weil sie einfach so gut klingt. Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut und auch allgemein lässt sie sich entspannt rauchen. Ja, dann haben wir alle Punkte durchgearbeitet, über die man so bei einer Pfeife reden kann und dann kommen wir mal abschließend zu unserem Fazit, beziehungsweise ich erstmal zu meinem. Ich habe mir die Pfeife gekauft, ich habe dafür 230 Euro auf den Tisch gelegt und habe eine sehr, sehr schöne, sehr gut funktionierende Pfeife bekommen, die mich in keinem Punkt enttäuscht hat. Ganz im Gegenteil, ich rauche sie von Tag zu Tag lieber und sie entwickelt sich zu einer am meisten genutzten Pfeifen von allen, die ich so da habe. Und da reden wir halt auch von Smoke Labs, Shishaya und vielen, vielen anderen sehr, sehr guten Marken. Und das hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich dachte, das wäre so eine Pfeife, die habe ich sehr, sehr gerne in meiner Sammlung und die werde ich gerne ab und zu mal auspacken, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich diese Pfeife so viel benutzen würde. Und was ich auch nicht gedacht hätte, ist, dass mir das Stecksystem, und das hat ja wie bei vielen anderen russischen Pfeifen auch, hat auch die Alpha ein Stecksystem, das heißt, die ist einfach hier auf die Bowl gesteckt, wie das bei Tradis zum Beispiel der Fall ist. Dachte ich vielleicht am Anfang auch, weiß ich nicht, ob das auf Dauer so stabil bleibt und ob mir das so gut gefällt, aber ich kann jetzt auf jeden Fall sagen, es stört mich auf keinen Fall. Wer seine Pfeife rumträgt, jetzt mal abgesehen von Shishaya vielleicht, der wird seine Pfeife hoffentlich eh unten an der Bowl nehmen. Und wenn man die da dran rumträgt, ist es auf jeden Fall absolut kein Problem. Da wackelt nichts, das sitzt wirklich sehr, sehr gut drauf, das sitzt dicht. Jakobs Pfeife sitzt zum Beispiel sogar so dicht, dass du sie an der Rauchsäule hochnehmen kannst. Sie fällt nicht ab, wir haben es nur mal getestet, so gerade einen Zentimeter über dem Tisch. Hat sogar ein bisschen geschüttelt, ist nichts abgefallen. Auf jeden Fall Respekt, da sitzt die Dichtung perfekt, aber man bekommt sie trotzdem noch easy ab. Also, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Ich bereue nicht, 230 Euro für diese Pfeife ausgegeben zu haben. Und mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu sagen, außer ich bin sehr zufrieden. Es ist auf jeden Fall eine wunderschöne Pfeife. Also ich kann auf jeden Fall sagen, wie ich die jetzt gesehen habe und auch öfter mal geraucht habe, muss ich wirklich sagen, ich überlege mir von Tag zu Tag mehr, ob ich mir die Pfeife kaufen soll. Ja, 230 Euro ist auf jeden Fall schon ein solider Preis, würde ich sagen. Aber ist nicht wenig Geld. Man kriegt auch wirklich eine gut verarbeitete Pfeife. Also wie du schon gesagt hast, die wackelt nicht. Die kann man sogar rein theoretisch wirklich an der Rauchsäule ein bisschen verschieben. Ich würde sie jetzt nicht tragen. Aber es ist auf jeden Fall ein hochwertiges Produkt, was halt
zwar 230 Euro kostet, aber wenn ihr sie da habt, werdet ihr sie auf jeden Fall zu lieben wissen, weil einfach, es ist eine wunderschöne verarbeitete Pfeife, ihr habt einen schönen Durchzug, ihr habt ein schönes Klangbild und auch von der Optik lässt ihr auf jeden Fall keinen einfach irgendwie stehen oder so, weil es ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja. Es ist keine 0815 Pfeife, wenn ihr eine davon zu Hause habt, ich schätze mal, wenig Freunde von euch werden eine Pfeife zu Hause haben, die so aussieht. Von daher ist sie auf jeden Fall mal was Besonderes und das gefällt mir ziemlich gut. Und ja, falls euch die Pfeife auch abholt, könnt ihr euch natürlich gerne eine kaufen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, auch in den Tellern oder auch in der Farbe und so weiter. Das heißt, ihr werdet da auf jeden Fall fündig werden. Also, trotz des stolzen Preises von 230 Euro auf jeden Fall beide zufrieden. Wie gesagt, Optik ist super, Rauchverhalten ist super und wir sind beide sehr, sehr zufrieden damit. Es gibt sehr, sehr coole Farbkombinationen, was natürlich auch nochmal mega geil ist, weil ihr euch genau eure Alpha aussuchen könnt. Und wie der Baron schon gesagt hat, ist es einfach was Besonderes und es war meine erste russische Pfeife, deswegen für mich nochmal was sehr Besonderes. Was meine zweite russische Pfeife ist, erfahrt ihr dann hoffentlich in einem der nächsten Reviews, da werden auf jeden Fall auch noch Videos zu folgen. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo oder noch einen Daumen nach oben auf das Video da, falls es euch gefallen hat, und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.